Du möchtest dich selbstständig machen und hast noch überhaupt gar keine Idee, was deine allerersten Schritte sind, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn in diesem Video geht es darum, was deine ersten Schritte sind und wie du dich, ja, wie du dein Business anmeldest und was du da genau machen solltest. Sichtbarkeitsakademie.com für dein Marketing mit Herz. Hallo liebe selbstständige Coaches und Trainer und speziell in diesem Video die, die es werden wollen. Willkommen zurück auf meinem Kanal und für alle, die neu sind, mein Name ist Gabriele Düger. Ich bin Online-Business- und Sichtbarkeitscoach im deutschsprachigen Raum. Und auf diesem Kanal geht es rund um Strategien und Tools, wie du dir ein profitables und erfolgreiches Online-Business aufbaust. Folge mir, wenn dich diese Themen interessieren, ohne dieses Video zu verlassen. Du einfach unten auf den weißen Kasten mit Abonnieren klicken und die Glocke abonnieren, dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Viele meiner Kunden fragen sich, wann muss ich denn ein Gewerbe anmelden? Und ich kann ja eigentlich erstmal anfangen und dann mache ich das irgendwann schon. Wenn ich die ersten Umsätze habe, dann melde ich mich an. So, und da sage ich dir jetzt, da kommt mein Betriebswirtschaftler durch, wenn du es ganz korrekt machen möchtest, dann meldest du dich an, wenn du Gewinnerzielungsabsicht hast. Das heißt, wenn du eine Webseite im Internet aufbaust mit der Intention, dass du Geld verdienen möchtest, dann solltest du schon im Vorhinein dein Gewerbe anmelden und beziehungsweise dich als Freiberufler anmelden. Was du da beachten solltest, das sage ich dir jetzt. Nämlich deine allererste Frage, die du bitte klärst, bevor du überhaupt irgendein Formular ausfüllst, ist, dass du klärst für dich, ob du Freiberufler sein kannst oder ob du ein Gewerbe anmelden solltest. Wenn das unklar für dich ist, dann gebe ich dir den Tipp, klär das bitte mit deinem Steuerberater ab, weil die wissen das normalerweise auch, ja, was du da genau anmelden solltest. Aber es gibt natürlich auch eine Liste mit den Berufen, mit denen du dich als Freiberufler selbstständig machen kannst. Ich sage dir aber auch, viele Finanzamt-Mitarbeiter sind da sehr eng. Zum Beispiel bei mir war das der Fall, alleine dadurch, dass ich auch Affiliate-Marketing machen wollte und Online-Kurse anbieten wollte, wo ich gesagt habe, ja gut, aber mit meinen Online-Kursen, ich bin doch Trainer und Trainer ist ein Beruf auf dieser Liste der Freiberufler. Und die zuständige Person vom Finanzamt, die für mich zuständig war, hat damals gesagt, naja, aber das mit deinen Online-Kursen, das ist was Skalierbares. Du kannst das an unendlich viele Leute verkaufen und allein dadurch wird es eher zu einem Gewerbe, als dass du das als Trainer machst. Da sage ich dir auch, das ist natürlich dann auch wahrscheinlich von zuständiger Person zu zuständiger Person ein bisschen anders. Und ich war damals nicht abgebrüht genug, mich als Freiberufler da dann nur anzumelden. Plus, ich wollte eh dann auch Affiliate-Marketing machen. Und spätestens, wenn du eine Tätigkeit hast, die als Gewerbe zu spezifizieren ist und du deine Ausgaben nicht klar trennen kannst, was gehört zur freiberuflichen Tätigkeit und was gehört zu deinem Gewerbe, wenn du das nicht klar trennen kannst, dann meldest du am sichersten ein Gewerbe an und packst da alles drunter, ja? Ansonsten ist später deine Buchhaltung wirklich, wirklich sehr mühsam und dann müsstest du für dich entscheiden, ist es dir das wert, ja? Dann deine Buchhaltung wirklich so aufzubauschen, weil dann brauchst du da auch Strategien, wie du deine Kosten verursachungsgerecht verteilen kannst. Aber das geht jetzt hier zu weit. Ich kläre das mit deinem Steuerberater. Mein Tipp ist, aber ich bin kein Steuerberater, mein Tipp ist, melde dann am einfachsten Gewerbe an. So, das ist der erste Schritt. Die Entscheidung, bist du Freiberufler oder bist du Gewerbe? Und das mit dem, bist du Freiberufler, da schaust du in diese Liste, gehört die Tätigkeit, die du machen willst, ist die auf dieser Liste aufgeführt, dann besteht die Möglichkeit überhaupt, dass du dich als Freiberufler anmeldest. Wenn du aber eine Tätigkeit hast darunter, die hier nicht dazugehört, dann meldest du ein Gewerbe an. Und wenn du ein Gewerbe anmeldest, dann ist der nächste Schritt, dass du dich bei der Stadt anmeldest. In vielen Städten geht das jetzt online. Dann gehst du auf die Seite der Stadt, die für dich zuständig ist und tippst da ein, Gewerbe anmelden und dann kriegst du ein Formular, das druckst du dir aus, füllst das alles aus und unterschreibst natürlich mit Datum, kannst das wieder einscannen und losschicken oder du hast GoodNotes oder irgendwie sowas, dann kannst du das Formular natürlich auch direkt auf deinem iPad ausfüllen oder auf deinem Tablet.
So. Unterschreiben, einscannen und gerade das kannst du wieder per E-Mail zurückschicken. Ein kleiner Tipp von mir für dich ist, die Bezeichnung deines Gewerbes, also die Tätigkeiten, was du in deinem Gewerbe machst, sei so konkret wie nötig und so schwammig wie möglich, denn dein Gewerbe wird wachsen. Wenn du jetzt zu detailliert und zu konkret bist, könnte das für dich in Zukunft heißen, dass du bei jeder kleinen Änderung später dann wieder eine Gewerbeummeldung machen müsstest. Das willst du wahrscheinlich nicht. Genauso wenig wie ich das wollte, so habe ich das möglichst allgemein formuliert, dass ich ganz viele Tätigkeiten in meinem Gewerbe ausüben kann. Und wenn dich das weiter interessiert, diese ganzen Themen rund ums Online-Business, dann lass mir super gerne ein Abo da. Einfach hier auf dem weißen Kasten klicken und abonniere meinen Kanal. Vielleicht noch die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Das wäre mega. Jetzt hast du schon mal geklärt, bist du Freiberufler, bist du Gewerbe und hast dein Gewerbeformular ausgefüllt. Losgeschickt. So. Jetzt, das dauert üblicherweise ein paar Tage auf jeden Fall. Üblicherweise in den meisten Städten auch ein paar Wochen. So. Und dann irgendwann kriegst du dieses Formular mit dem Stempel und Unterschrift ausgefüllt zurück. Und es könnte sein, dass die Stadt dich beim Finanzamt angemeldet hat. Aber damit du auf jeden Fall sicher gehst, ist der zweite Schritt nötig. Das ist für die Gewerbetreibenden der zweite Schritt, für alle Freiberufler der erste Schritt. Und das ist das Formular zur steuerlichen Erfassung. Das findest du bei dem Finanzamt, für das du, ja, das für dich zuständig ist. Und da lädst du dir auch wieder dieses Formular runter und füllst das aus. Und da gibt es dann einen Tipp, den ich dir geben kann. Mach auf jeden Fall den Haken bei Umsatzsteuer-ID beantragen, weil das wirst du in Zukunft höchstwahrscheinlich brauchen. Spätestens wenn du Marketing schalten willst bei Google Ads oder Facebook, spätestens dann brauchst du eine Umsatzsteuer-ID. Und wenn du die dann nachträglich beantragst, hast du einfach wieder eine längere Wartezeit. Deswegen mach das alles in einem Aufwasch, mach da den Haken bei Umsatzsteuer-ID. Am aller einfachsten für dich, dieses Formular zur steuerlichen Erfassung, wenn du es natürlich von deinem Steuerberater ausfüllen lässt, dann sollte da eigentlich nichts schief gehen und dann funktioniert das alles. Ansonsten füll es einfach selber aus nach bestem Wissen und Gewissen. Andere haben das auch schon geschafft, ne? Das ist eigentlich so das, was ich dir vermitteln möchte. Alle anderen haben das auch schon geschafft. Warum solltest du das nicht schaffen, ja, dieses Formular auszufüllen? Es ist keine Raketenwissenschaft, sondern liest du das in Ruhe durch und dann füllst du das aus. Und das schaffst du. Eine weitere Entscheidung, die du noch treffen solltest, ist beim Ausfüllen dieses Formulars, willst du dich als Kleinunternehmer anmelden, ja oder nein? Ein Kleinunternehmer hat den möglichen Vorteil, dass du keine Steuern zahlst. Das heißt weder Vorsteuer noch Umsatzsteuer. Das heißt, du zahlst aber, also du kannst. Denn der Nachteil ist, du kannst auch die Steuern für deine Ausgaben nicht anrechnen. Das heißt, wenn du ein Gewerbe hast mit relativ hohen Anfangskosten, also mit relativ hohen Startkosten, dann klär das bitte auf jeden Fall mit deinem Steuerberater ab, ob es vielleicht für dich doch sinnvoller ist, ein richtiges Gewerbe anzumelden und nicht als Kleinunternehmer zu starten. Und auch für viele, die mit dir später dann in den Kontakt treten und sehen, dass du ein Kleinunternehmer bist, kann das sein, dass es Kunden gibt, die sich dann lieber einen vollwertigen Unternehmer suchen. Kann sein. So. Und diese Abwägung müsstest du für dich bitte selber treffen. Was ist da für dich wichtig? Möchtest du Steuern sparen? Höchstwahrscheinlich, weil meine Zielgruppe Coaches und Trainer sind und die üblicherweise relativ geringe Fixkosten haben, wenn sie nicht schon ein eigenes Trainingsgebäude haben, sondern die Räume anmieten oder wie ich eben alles online machen, dann könnte es von Vorteil sein, dich für ein Kleinunternehmen zu entscheiden. Ich formuliere das bewusst sehr vage, weil das nämlich von Situation zu Situation immer unterschiedlich sein kann, was besser ist, ob es besser ist, dich für ein Kleinunternehmen zu entscheiden oder eben nicht. Und dann hast du schon die ganzen Formalitäten erstmal für dein Online-Business jetzt im ersten Go geklärt. Die nächsten Schritte, wenn du dann anfängst, Umsätze zu machen, ist auch, entscheide dich für eine Buchhaltungssoftware bzw.
Hab einen Steuerberater, der für dich die Buchhaltung übernimmt. Ja? Falls du die Buchhaltung selber machen willst, dann schau dir auf jeden Fall das Tool LexOffice an. Ich persönlich bin super, super zufrieden. Das ist was, das kann ich dir ans Herz legen. Aber ich weiß auch, dass es noch ganz viele andere Buchhaltungssysteme da draußen gibt. Das muss auch wieder jeder Unternehmer für sich selber entscheiden. Und das sind dann jetzt erstmal die ganzen, ja, Sachen, die man so mit den ganzen Ämtern machen muss, bevor man ein Gewerbe anmeldet. Vergiss auf gar keinen Fall dann auch immer deine Umsatzsteuervoranmeldung frühzeitig einzureichen oder pünktlich einzureichen. Und wenn du da nicht weißt, wie das geht, informier dich bitte im Internet, weil das hängt auch dann von deinen Umsätzen ab. Das ist noch ein wichtiger Part, dass du deine Buchhaltung im Griff hast und so weiter und da deine Umsatzsteuervoranmeldung immer pünktlich lieferst ans Finanzamt. So, und dann ist es ja auch noch wichtig, dass du jetzt anfängst, oder das hast du schon gemacht, wenn nicht, fängst du jetzt an, deine Produkte wirklich auch zu konzipieren und so weiter. Und deine Positionierung. Und wenn du da noch Hilfe brauchst bei deiner Positionierung, da habe ich dir einen Online-Kurs erstellt, den verlinke ich dir mal unten in der Infobox. Gerne kannst du da so zugreifen und da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dich so positionierst, dass du danach auch einen guten Zielkunden hast, eine profitable Nische und ich zeige dir auch, ob du eine profitable Produktidee hast. Ja, das kannst du auch schon vorab etwas verifizieren. So, das ist noch der Tipp für den Online-Kurs. Positioniere dich für deinen Erfolg und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem Online-Business-Start. Wenn du dir noch Unterstützung und Hilfe wünschst, dann kannst du dir super gerne ein Online-Business-Strategiegespräch bei mir buchen. Die ersten 30 Minuten sind kostenlos und da klären wir dann auch hauptsächlich ab. Ja, du sprichst viel über dein Business, was deine Ideen sind und so weiter. Und ich stelle dir vor, wie unsere Zusammenarbeit dann aussehen könnte. Melde dich einfach an. Die ersten 30 Minuten sind wie gesagt kostenlos. Da geht es aber eher um, dass wir uns kennenlernen und ja, wie die Strategie in Zukunft dann aussehen kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, super viel Erfolg mit deinem Online-Business. Und wenn du dich weiter für die Themen im Online-Business starten und Marketing interessierst, dann schau hier oder hier bei den Videos vorbei. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall hier meinen Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!